Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen aus meiner kleinen privaten Sauna. Ihr seht es, ihr fühlt es, ich kann nicht mehr. Wir haben hier oben 36 Grad. Ich habe kein anderes Höschen außer meine Unterwäsche an. Ich kann nicht mehr. Hier oben ist es katastrophal heiß. Aber heute wird es hier noch viel, viel heißer, denn ich habe ganz exklusiv für euch heute neue Produkte von Nabla hier. Und wenn ich sage neue Produkte, dann meine ich hot. Ihr wisst, Nabla bringt ja gerne diese kleinen Cutie-Paletten raus und es gibt ab heute zwei nagelneue. Und ich habe sie kostenlos von Cosmetic for Less zur Verfügung gestellt bekommen und ich dachte mir, ey, ich habe sie geswatcht, ich zeig's euch gleich. Ihr werdet umfallen, ihr werdet es lieben. Ich hoffe, sie performen auf dem Auge genauso gut. Ich habe euch die Produkte unten verlinkt. Sie gibt es erst seit heute Mittag um 13 Uhr überhaupt zu kaufen. Ich kriege kein Geld für das Video. Ich habe nur die Produkte bekommen. Aber ich glaube, dass so Neuheiten immer ganz spannend für euch sind. Und die Paletten könnten für einige von euch mit Sicherheit was sein. Und ich würde vorschlagen, wir fangen auch gleich an. Ihr seht es, ich bin glowy. Es könnte Glow sein, es könnte Schweiß sein, es könnte alles sein. Egal, wir schminken heute ein wunderschönes Make-up mit den zwei neuen Paletten. Und ich würde sagen, los geht's. Es gibt, wie gesagt, diese beiden neuen Paletten. Wir haben einmal die Midnight-Palette mit sechs wunderschönen Farben. Und ich weiß nicht, ob ihr die Nabla Cutie-Paletten kennt. Das sind nicht so Standard-Lidschatten. Und das ist immer super schwierig, das zu erklären. Denn die Texturen von Nabla sind ganz besonders. Wir haben matte Shades, die fast wie flüssig sind, wie Butter auf der Haut. Und sobald die mit Körperwärme reagieren und mit eurer eigenen Hautfeuchtigkeit wird es wie so. Das ist. Wenn ihr sie kennt, dann wisst ihr, was ich damit meine. Welche mir persönlich aber noch viel, viel besser gefällt, und ich glaube, das könnte einer meiner neuen Lieblingspaletten sein, ist die Analog-Palette aus der Cutie-Palette-Reihe. Wir haben auch hier sechs verschiedene Farben mit drin und ich blende euch hier auch Swatches ein. Die Farbe Overexposed und Darkroom. Das sind genau diese Texturen. Ihr seht, dass mein ganzer Arm, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, das war ein Swatch. Ich habe für ein Reel schon die Farbe Camera Roll geswatcht, wie lange ich diesen Swatch hier ziehen konnte. Es gibt auch neue Cupid's Arrow Augenstifte. Die benutzen wir gleich. Wir starten aber als erstes mit der Base. Ich habe einen Code bekommen, der gilt auch schon hier drauf. Das ist Maxim 15. Der gilt aber, ich muss nachschauen, noch auf Nabla, Revolution, Leni Lash, Red Cherry, Ciaia, Be Perfect und Evelyn Cosmetics. Also schaut da unbedingt mal vorbei. Mit Sicherheit findet ihr da das ein oder andere Produkt. Und 20% und 15% zum Launch ist schon wirklich gut. Wir starten mit der Skin Realist Foundation. Die mag ich sehr, sehr gerne. Habe ich lange nicht mehr benutzt. Ich kann euch ehrlich gesagt auch nicht sagen, warum nicht. Ich glaube, weil ich in der letzten Zeit eh so viele Foundations getestet habe und die dann so ein bisschen runtergesackt ist. Das ist eine Foundation für die Tage, wo eure Haut aussehen soll wie, ja, wie Haut. Sehr feucht, sehr flüssig, sehr glowy. Und das Schöne ist, mit der neuen Belichtung seht ihr das auch ganz gut. Die Deckkraft ist ganz okay. Also die ist, was heißt okay? Die Foundation ist wunderschön auf der Haut. Ich habe ein ganzes Video dazu gemacht. Das verlinke ich euch gerne einmal hier oben in der Ecke. Der Glow ist halt einfach anders. Ihr seht es sofort. Meine Haut sieht aus wie. Ja, das ist schon mehr als Haut. Das ist besser als Haut. Die Foundation heißt ja auch Skin Realist Optimizer, glaube ich. Sie optimiert so ein bisschen das Hautbild. Sie hält den ganzen Tag, auch im Sommer, weil sie halt nicht so schwer ist. Da rutscht nichts runter. Und wenn ihr die gut mit dem Puder settet, ansonsten ist sie sehr, sehr wet auf der Haut, dann habt ihr davon definitiv den ganzen Tag was. Ich dachte, ich nehme sie einfach mal mit rein. Das passt, glaube ich, ganz gut auch zu diesem Video und zu den Produkten, zu den Neuheiten von Nabla. Ich weiß nicht, ob ihr Nabla kennt. Ich finde, Nabla wird so ein bisschen unterschätzt, beziehungsweise hat sie meines Erachtens nach nicht genug Aufmerksamkeit. Sie machen sehr hochwertige Produkte zu einem, ja, ich würde nicht sagen Drogeriepreis, aber das ist so das, was kurz nach der Drogerie kommt. Die Preise sind so im 20-Euro-Bereich pro Produkt. Die Foundation ist ein bisschen teurer. Dafür, ne? Also, ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen, oder? Schaut euch das an. Verrückt. Wir machen weiter. Ich mache mal ein bisschen Concealer rauf. Ich habe jetzt keinen von Nabla, den ich gerne mag. Es gibt ja den Close-Up Concealer, da bin ich nicht so ein großer Freund von. Aber hier einfach ein bisschen Revolution. Ihr könnt mir jetzt gerne einmal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon Erfahrungen mit Nabla-Produkten habt. Ich glaube, dass Nabla wirklich in Deutschland noch der große Coup bevorsteht, weil sie wirklich solide und qualitativ hochwertige Produkte machen. Und ich freue mich immer, wenn ich die Sachen benutzen kann. Ich sette das Ganze einmal schnell mit einem
bisschen Puder unter den Augen. Ich will aber auf jeden Fall diesen Glow heute bewahren. Ich habe das Licht noch einmal ein Stückchen zur Seite gedreht, denn ich möchte ein weiteres Produkt benutzen und das sind diese Nabla Skin Glazing Produkte. Da gibt es Blushes, da gibt es Highlighter und es gibt Bronzer. Und ich bin ehrlich gesagt untröstlich, denn ich weiß nicht, wo meine Bronzer sind. Ich habe gerade eine halbe Stunde alles auf den Kopf gestellt und ich finde sie nicht, weil sie wirklich, wirklich gut sind. Deswegen benutze ich jetzt hier den Skin Glazing Glass Skin Finish Glow Powder Blush in der Farbe Independence. Falls ihr die nicht kennt, ich swatch euch mal so ein bisschen. Die sind von der Textur her ähnlich wie die Lidschatten, sehr cremig. Ihr braucht nur so ein bisschen und dann einfach hier rüber gehen, denn die verschmelzen so ein bisschen mit eurer Haut. Eigentlich brauche ich gar keinen Blush, so warm wie mir ist. Aber ich will sie euch zeigen, weil sie, schaut mal, das ist Glass Skin. Genauso wie die Highlighter. Darum, es soll jetzt nicht groß um die anderen Produkte gehen. Aber ich dachte, wenn ich schon dabei bin, dann zeige ich sie euch gleich, weil sie halt wirklich, wirklich gut sind. Das ist die Farbe Amnesia. Ihr seht, der ist schon gut benutzt und der ist wet. Also das ist kein softer Highlighter. Den kann man zwar soft aufbauen, aber Boys and Girls, wo sind wir hier? Wir sind bei mir. Alles, was softer Highlight ist, kennt Maxim Giacomo 2018, 2019 nicht. Sehr schön. Man sieht es halt, ja, weil die Base schon so glowy ist. Schaut mal, da. Ich sehe wieder aus, als wäre ich aus dem Olivenölmeer gekommen. Oder? Was sagt er? Noch ein bisschen Puder unter die Augen. Ich liebe die Produkte hier, die Pinsel von Real Techniques. Ich habe die euch heute, glaube ich, bei Instagram gezeigt. Vor allem der hier in diesem Set ist super. Okay, die Base ist bereit. Wir kommen zu den Lidschatten und wir starten tatsächlich mit der blauen. Denn da bin ich so ein bisschen gespannt. Blau ist super, super schwierig zu machen. Und vor allen Dingen haben wir einen sehr hellen matten Ton. Die Farbe R, Blue Hour, Quiet Storm. Oh, ich habe eine Idee. Ich starte mit der Farbe R und gebe mir die hier vorne schon mal in meinen Innenwinkel und stempel sie mir einfach hier hin. Ihr seht, das ist so eine Pastellfarbe ein bisschen. Gebe ich mir einfach hier oben rauf. Hat eine sehr schön eigene Deckkraft. Schaut mal, wie strahlend dieser Ton ist. Ich wollte den eigentlich nur so als Blendefarbe haben. Gebe mir den aber gleich schon mal hier außen hin. Und wenn ihr ihn so ein bisschen ausblendet, ihr seht ihn zwar immer noch, ne? Ihr wisst, ich bin ja kein Fan von Pastelltönen, aber der ist halt nicht langweilig, ne? Das ist oft das Problem bei Pastelltönen, was ich habe, dass man sie bei mir auf dem Auge kaum sieht. Und hier. Oh. Ich wechsle jetzt mal in einen kleinen Pinsel. Das ist einer aus dem Alicia Marie und BH Cosmetics Pinselset. Und gehe in die Farbe Blue Hour. Die hat ein bisschen Kickback, aber die setze ich mir hier direkt einfach mit rein. Ich habe noch nicht verblendet. Ich nehme jetzt nochmal den Pinsel von eben und gehe hier einfach nochmal kurz so ein bisschen über den Übergang, um das so ein bisschen weicher zu kriegen. Aber ihr seht sofort, ne? Also das Pigment ist da. Ich mache das Ganze jetzt nochmal hier hinten. Okay, eigentlich wollte ich was anderes schminken, aber. Okay, das ist super, super krass. Das hätte ich nicht gedacht. Das sind halt, das Krasse bei diesen Nabla-Produkten sind halt diese Texturen. Ne? Du denkst so, okay, soft, aber dann hast du so einen Wet-Effekt auf den Augen. Das habe ich noch nicht gesehen. Auf mein bewegliches Lid, ich swatch einmal ganz kurz die Farbe Sapphire und Quiet Storm. Und da sind wir wieder bei dem Effekt, wenn Maxim Giacomo Spaß am Make-up hat. Gib mir jetzt die Farbe Quiet Storm einfach hier, komm. Das ist ein Duochrome. Oh, wow. Seht ihr das? Schaut mal. Das sieht aus wie diese Duochromes von Essence. Außen gehe ich in Sapphire ein bisschen rein, um den Übergang hier hinzukriegen. Schaut mal, wie schnell das ging. Ich gebe mir die Farbe Blue Hour jetzt nochmal in meinen unteren Wimpernkranz. Wir benutzen gleich einen neuen Augenstift. Und ausblenden tue ich das mit R. Mein Inner Corner gehe ich in die Farbe Alma. Das ist so ein ganz, ganz heller Ton. Der hat auch so einen leichten blauen Touch. Iconic. Hier, die habe ich euch schon mal gezeigt. Das sind diese Cupid's Arrow Full Color Stylo Augenstifte. Die kann man eigentlich für alles benutzen. Ich gehe damit aber einfach gerne direkt hier auf die Wasserlinie. Die eignen sich tatsächlich auch sehr gut, um hier das Ganze nochmal so ein bisschen zu verdunkeln. Ihr könnt das als Base benutzen. Lidschattenbase, schaut mal hier. Und dann einfach so ein bisschen ausblenden. Die haben so ein bisschen Spielzeit, das ist das Schöne bei denen. Und dann trocknen die erst an und dann halten die. Also die bleiben wirklich den ganzen Tag im Auge. Ich benutze auch tatsächlich immer den schwarzen. Wo ist er denn? Weiß ich nicht. Irgendwo liegt er hier.
um, wenn ich ein Smoky Eye mache, einfach in die Wasserlinie so ein bisschen diesen arabischen Stil, vorne rein, Augen zu und raus. Bombe. Okay, ich glaube, ihr seht, wie begeistert ich von dieser blauen Lidschattenpalette war. Tatsächlich, wenn ihr euch die Videos von den anderen Cutie-Paletten anschaut, ist das oft so, weil diese Texturen halt so besonders sind und das so schnell ging. Ich würde am liebsten jetzt den kompletten zweiten Look mit dem Blauen machen, aber wir haben noch hier die Cutie-Palette. Und auch die ist super spannend. Vor allem die Farbe Overexposed ist einfach krass. Richtig, richtig krass. Damit das Ganze so ein bisschen vom Design hierher passt, machen wir das Ganze auch hiermit. Wir starten mit der Farbe Camera Roll und benutzen einen festen Pencil Brush und geben den einfach schon mal hier hin. Boom. Drauf. Nochmal ein bisschen rein. Hier verdunkeln. Kein bisschen Kickback. Kein bisschen Kickback. Ich blende das Ganze mit demselben Pinsel aus, machen hier nur so ein bisschen sauber. Gehe in die Farbe Contact Sheet, die ist so ein bisschen heller und blende die hier vorne mit rein. Ist auch super pigmentiert. Warte. Warte mal, ich brauche einen bisschen fluffigeren Pinsel und blende das hier einfach aus. Einfach hier so ein bisschen rüber. Und gehe jetzt in die Farbe Darkroom. Da muss man jetzt vorsichtig sein. Also ich bin gespannt, wie es ist, denn das ist so eine nasse Farbe. Dark. Das, schaut mal, könnt ihr das sehen? Ah, ne. Hier, Gesicht, komm. Da, seht ihr, wie nass das ist? Also wir haben hier einmal Avatar, den Wasserbändiger und Luftbändiger und hier den Feuerbändiger Maxim Giacomo wieder am Start. Nehme jetzt nochmal einen fluffigen Pinsel und blende hier oben einfach ein bisschen aus. Gehe jetzt mit meinem Finger in die Farbe Overexposed. Butterweich, schaut euch das an. Sieht ein bisschen aus wie Günstmaus. Kann man halt nicht vergleichen, ne? Das ist halt hier nass. Und Günstmaus ist ja eher so eine Pudertextur. Wunderschön. Ich glaube, ihr könnt es bei dem Auge hier vor allen Dingen gut sehen, dass die Texturen halt nicht pudrig sind. Also wenn ihr Probleme mit so kleinen Fältchen auf dem Auge habt und die so ein bisschen betont werden durch Pudertexturen, könnten die Nabla-Cutie-Paletten immer was Gutes sein, weil sie halt einfach sehr, sehr cremig sind und sich so ein bisschen besser auf der Haut verteilen. Ich benutze auch hier auf der Seite einen Cupid's Arrow Stift und das ist der in der Farbe Arrow 7. Der ist so ein bisschen bordeauxfarbener, verdunkelt das auch. Und den nehme ich jetzt tatsächlich auch als Lip-Liner. Wenn ihr ihn dann wieder an den Augen benutzen wollt, bitte einmal abspitzen, nicht vom Auge an Mund und hin und her. Immer anspitzen zwischendurch. Das ist jetzt ein neuer, deswegen mache ich es einmal so ein bisschen ausblenden. Und dann nehme ich nochmal den Nummer 5, blende so ein bisschen rüber und toppe das Ganze dann mit einem meiner liebsten Glosse von Nabla. Das ist der Gloss in der Farbe District, der ist so ein bisschen wie so ein Latte Macchiato. Ich sehe rich aus. Aber diese Lippenkombi mit diesem Auge, ne? Die Base, die Augen. Wir haben noch eine Mascara, ihr Süßen. Und zwar ist das die Vicious Mascara. Da weiß ich nicht so, ob ich sie so gerne mag. Das Bürstchen ist auf jeden Fall sehr, sehr klein. Wir probieren sie jetzt nochmal aus. Mir ist das Bürstchen, glaube ich, zu klein. Der Effekt auf den Augen ist aber wirklich super schön. Alright, und das ist der fertige Look mit den Nabla-Produkten. Ich glaube, Freunde, ihr seht, wie begeistert ich bin. Ich muss mich halt die ganze Zeit in dem Bildschirm angucken, weil das halt mit dem Licht auch so krass ist, ne? Diese Lidschatten reflektieren wie feucht auf den Augen, aber sie sind tatsächlich gesettet. Meine Finger, meine Arme sehen aus. Das ist genau das, was ich an Make-up liebe. Ich fühle mich gut, die Haut ist amazing. Schaut unbedingt mal bei Nabla vorbei. Ich glaube, da ist für jeden mit was dabei. Also, wenn nicht diese Lidschatten, diese Augenstifte sind recht günstig, die kann man immer gut benutzen. Aber das ist halt schon Luxus. Das sieht halt aus wie Luxus, ne? Es hätte jetzt auch hier eine Dior-Kampagne sein können oder so. Guess what? It's not. Ich bin super gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Das hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und ich bin happy. Auch wenn ich völlig zerlaufe. Ich lieb's. Schaut unbedingt bei Kosmetik für letztes Mal vorbei. Ich lasse euch den Code und die Links zu den Produkten einmal unten in der Infobox stehen. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Passt auf euch auf!